Hier soll es um die Lagebeziehung zwischen einer Geraden und einer Ebene gehen. Und wir werden uns nacheinander alle drei Möglichkeiten anschauen. Wir starten mit der Möglichkeit vor einer Ebene E. Also hier deute ich sie mit so einem Viereck an, die Ebene E. Und eine Gerade G, die parallel dazu verläuft. Das wäre die erste Möglichkeit. Keine Schnittpunkte, das heißt, die Gerade G verläuft parallel zu der Ebene E. Und mathematisch kann man das folgend ausdrücken: Die Gerade G und die Ebene E haben keine gemeinsamen Punkte. Und da es so ist, wenn wir jetzt die Parameterdarstellung der Geraden G nehmen und diese gleich der Parameterdarstellung der Ebenen E gleichsetzen, werden wir keine Lösung bekommen. Das heißt, G gleich Groß E hat keine Lösung. So, das gucken wir uns jetzt an einem Beispiel an. So, die Gerade G soll durch folgende Gleichung ausgedrückt werden: Stützvektor 1, 1, 1 plus Parameter t mal Richtungsvektor 1, 2 und 3. Und die Ebene E mit der Parametergleichung Stützvektor 1, 1, 2 plus Parameter r mal 1, 1, 2, das wäre Spannvektor Nummer 1, plus s mal 0, 1, 1. Und das wäre der zweite Spannvektor. Und wie immer sagen wir jetzt, was die Parameter sind. Das sollen beliebige reelle Zahlen sein. Also t, r und s Element groß, also Element r. So. Okay, jetzt bilden wir unsere Gleichung. Wir nehmen diese Darstellung. Also 1, 1, 1 plus t 1, 2, 3 ist gleich der Darstellung der Ebene. Also 1, 1, 2 plus r 1, 1, 2 plus s 0, 1, 1. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Ich glaube, das schnellste ist, wenn wir den Taschenrechner nehmen. Also deuten wir jetzt an, dass wir den Taschenrechner für uns rechnen lassen. Wir benutzen den grafikfähigen Taschenrechner und speziell die Funktion lin solve, also solve für lösen und lin für lineares Gleichungssystem. So. Schalten wir den Taschenrechner ein. Okay, jetzt dürfen wir uns nur nicht vertippen. Okay, wir gehen in Menü, dann unter 3 Algebra, unter 7 Gleichungssystem lösen und dann wollen wir System linearer Gleichungen lösen, unter 2. So, jetzt werden wir nach der Anzahl der Gleichungen gefragt. Es sind 3 Stück, weil wir ja pro Zeile eine Gleichung bekommen. Und die Variablen, die könnten wir x, y, z nennen, aber da kommen wir unter Umständen durcheinander. Deshalb nennen wir sie so, wie sie in unserer Gleichung stehen: t, r und s. So, jetzt auf Enter. So, jetzt haben wir unsere Zeilen, die wir schreiben müssen. Die erste Gleichung lautet 1 plus t mal 1. Ist gleich 1 plus r mal 1 plus s mal 0. 1 plus r mal 1 plus s mal 0. 0. So, jetzt gehen wir zu der zweiten Gleichung. 1 plus t mal 2 ist gleich 1 plus r mal 1 plus s mal 1.
Und die dritte Gleichung 1 plus t mal 3 ist gleich 2 plus r mal 2 plus s mal 1. So, und wenn ich jetzt nirgendwo einen Fehler gemacht habe, sollten wir keine Lösung bekommen. So, der Taschenrechner hat keine Lösung gefunden, weil es auch keine Schnittpunkte gibt. Also Taschenrechner aus. Es gibt keine Lösung. Das heißt, E und G sind parallel. Und zwar parallel zueinander. Die zweite Möglichkeit ist folgende. Also wir haben die Ebene E wieder angedeutet durch ein Viereck. Und die Gerade G soll in der Ebene E liegen. So, das habe ich hier mit diesem gestrichelten Strich hier angedeutet. Also die Gerade G liegt in der Ebene E. So, was heißt es mathematisch? Das heißt, dass die Ebene E und die Gerade G unendlich viele gemeinsame Punkte haben. Was heißt das auch? Das heißt, dass wenn wir die Funktionsgleichung oder die Parameterdarstellung der Ebene E und die Parameterdarstellung der Geraden G gleichsetzen, dass wir dann unendlich viele Lösungen bekommen. Also die Gleichung E gleich G hat unendlich viele Lösungen. Und auch dazu gucken wir uns ein Beispiel an. Die Gerade G lassen wir unverändert. Das ist folgende: Stützvektor 1, 1, 1 plus t mal Richtungsvektor 1, 2 und 3. Und die Ebene E ist auch ähnlich wie gerade eben, aber jetzt haben wir den Stützvektor 1, 1, 1 und den Spannvektor 1, 1, 2 und den zweiten Spannvektor 1, 1, 0, 1, 1. So, und auch hier haben wir die Parameter T, R und S aus der Menge der reellen Zahlen. So, was wir machen müssen, wir müssen diese Darstellung gleich der Darstellung gleichsetzen. Also 1, 1, 1 plus t 1, 2, 3 ist gleich 1, 1, 1 plus r mal 1, 1, 2. So, die 2 etwas deutlicher. Und s 1, wie komme ich immer auf die 1? 0, 1, 1. So, und auch hier fragen wir den Taschenrechner. Nehmen wieder den GTR und benutzen linSolve. So, der Vorteil der ganzen Übung gerade ist, dass wir hier die Rechnung recyceln können. Die einzige Veränderung ist hier an dieser Stelle. Der Stützvektor lautet nicht mehr 1, 1, 1, sondern 1, nicht mehr 1, 1, 2, sondern 1, 1, 1. Und somit bekommen wir unser Gleichungssystem zeilenweise. Die erste Zeile 1 plus t mal 1 ist gleich 1 plus r mal 1 plus s mal 0. Und zweite Zeile 1 plus t mal 2 ist gleich 1 plus r mal 1 plus s mal 1. Und 1 plus t mal 3 ist gleich 1 plus r mal 2 plus s mal 1. So, wenn ich jetzt auf Enter drücke, müssten ja mehrere Lösungen gefunden werden. Und das ist auch der Fall. Und zwar hier an dieser Stelle
ja, Zahlen erfunden, C1, C1 und C1. Das bedeutet, dass man unendlich viele Lösungen hat und alle haben folgende Struktur. Man nimmt für die Parameter immer die gleiche Zahl. So, dann können wir den Taschenrechner wieder ausschalten. Und wir wissen, es gibt unendlich viele Lösungen. Das heißt, die Gerade G liegt in der Ebene E. Und nun kommen wir zu der letzten Möglichkeit und wieder haben wir die Ebene E. Und diesmal soll die Ebene E von der Geraden G geschnitten werden. Das deute ich hier durch einen Punkt und ab da zeichne ich die gerade so gestrichelt. So, das soll jetzt andeuten, dass wir die Ebene E dort in diesem Punkt schneiden. Also die Gerade G schneidet die Ebene E in genau einem Punkt. Das heißt folgendes: Wenn wir die Parameterdarstellung der Geraden G und diese gleich der Parameterdarstellung der Ebenen E gleichsetzen, bekommen wir exakt eine Lösung. So, hier soll genau stehen. Mach vielleicht das U bisschen deutlicher. Naja. Okay, und wieder ein Beispiel. Die Gerade G ist x gleich Stützvektor 1, 1, 1 plus t mal Richtungsvektor 1, 2, 3. Diese Gerade sollte uns bereits ziemlich bekannt vorkommen. Und jetzt nehmen wir die Ebene E mit dem Stützvektor 1, 1, 2 plus r mal den Spannvektor 1, 1, 1 plus s mal 0, 1, 1 und wieder mal die Parameter. Das sind reelle Zahlen, also t, r und s Element r. Und wie in den letzten Fällen machen wir folgendes: Wir nehmen diese Darstellung, also 1, 1, 1 plus t mal 1, 2, 3 ist gleich dieser Darstellung, also 1, 1, 1 plus r mal 1, 1, 1 plus s mal den zweiten Spannvektor 0, 1, 1. Und auch an dieser Stelle werden wir den Taschenrechner fragen, also grafikfähige Taschenrechner. Und auch hier die Linsolve-Funktion. Und auch hier können wir einiges wiederverwenden. Was sich verändert hat, ist der erste Spannvektor, die dritte Komponente des ersten Spannvektors ist 1, deshalb muss ich sie an dieser Stelle hier verändern. Und der Stützvektor der Ebene hat sich verändert. Hier an dieser Stelle. Moment, das steht hier sogar falsch. So, das sollte eine 2 sein. Und der Stützvektor ist 1, 1, 2, deshalb hier 1, 1, 2. Also der Stützvektor hier in dem Taschenrechner auch angepasst, 1, 1 und 2. So, wenn wir jetzt auf Enter drücken, sollten wir eine eindeutige Lösung finden. Und auch die wurde gefunden. Und zwar ist t gleich 1, r gleich 1 und s gleich 1. Okay, wir haben also für t gleich 1, für r gleich 1 und für s gleich 1 herausgefunden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, den Schnittpunkt rauszufinden. Entweder nehmen wir t gleich 1 und setzen das in die Parameterdarstellung der Geraden.
Oder wir nehmen R und S und setzen die Zahlenwerte in die Parameterdarstellung der Ebenen. In den meisten Fällen dürfte es am einfachsten ein In den meisten Fällen müsste es am einfachsten sein, T in G einzusetzen. Ja, das liegt daran, dass wir dann weniger Zahlen haben, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Also Stützvektor 1, 1, 1 plus. Und für T haben wir 1 rausgefunden, also einmal der Richtungsvektor 1, 2, 3. Das ergibt 2, 3, 4. Damit schneidet die Gerade G die Ebene E im Punkt 2, 3, 4.